Guten Tag, liebe Freunde, liebe Geschwister und hallo, liebes Livestream. Ich freue mich, dass ihr zugestoßen seid und dass ihr mitmachen wollt. Und wir wollen uns heute Nachmittag mit dem Thema Kräuter beschäftigen. Und vorweg möchte ich wieder einige Fragen stellen. Hat jemand von gestern auf heute was dazugelernt? Zum Beispiel heute Morgen frische Luft geschnappt? Oder wieder sein Wasser getrunken? Ah, wunderbar. Gut. Kräuter ist ein Thema, was viele Bücher füllt. Und Kräuter sind ein wesentliches Element in der Heilung, wenn man es im richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Dosis und im richtigen Augenblick zu sich nimmt. Wir haben die Möglichkeit, frische Kräuter zu benutzen, getrocknete Kräuter oder auch Kräuteröle oder Kräuteressenzen. Es gibt Teesorten, die muss man sehr hoch verdünnt nehmen, weil sie schon genau die entgegengesetzte Wirkung haben. Ich denke jetzt an 1000 Güldenkraut oder Wermuttee. Man darf nur, was zwischen zwei Fingern passt, darf man benutzen, dass es wirkt, was es soll. Ich möchte wieder vorweg schicken, das Beste ist, dass wir keine Kräuter brauchen. Und wir als gläubige Christen haben einen großen Vorteil. Wir haben das biblische Wissen und wir dürfen dieses Wissen anwenden. Und man weiß aus Studien, dass fröhliche Menschen viel weniger krank sind als Leute, die sich dauernd ärgern und dauernd im Stress sind. Gott will haben, grundsätzlich, dass es uns gut geht und unser zivilisierter Zeitgeist jagt uns von einem Termin auf den anderen und es gehört sehr viel Disziplin uns zu, um nicht allen Stimmen Recht zu geben, sondern nur der einen Stimme, und zwar der Stimme des Heiligen Geistes. Und wenn wir nicht kontinuierlich den Blick nach oben wenden, merken wir gar nicht, wie wir im Strom der Zeit einfach verschlungen werden. Und ein Grund, warum Jesus Christus wiedergekommen ist, ist der, dass er uns diesen Lebensstil vorgelebt hat und gezeigt hat, wie es heißt, wie man auf dieser Erde leben kann. Das heißt, man konzentriert sich auf eine Sache und geht diesen Weg auch konzentriert in eine bestimmte Linie. Und das bedeutet für unsere Gesundheit, psychisch, physisch, auf allen Seiten, dass wir ausgeglichen sind. Und trotzdem können wir es manchmal nicht verhindern, vielleicht, dass wir zu wenig Schlaf hatten oder dass wir in komische Klimazonen kommen oder dass man sich ansteckt, dass man trotzdem krank wird. Ich möchte euch allen wertvolle Rezepte die ich aus der Praxis kenne, vorstellen und möchte einfach sagen, dass wir dankbar sind, dass Gott für jedes Wehwehchen ein Kraut wachsen lässt. Und das Schönere dabei ist noch, dass viele Kräuter wir kostenlos ernten dürfen und vor allen Dingen, sie haben keine Nebenwirkungen, es sei denn, man würde giftige Kräuter sammeln. Aber ich denke, dass wir, wenn wir sammeln, wissen, was wir sammeln wollen und wissen, was wir zu uns nehmen. Ich habe jetzt vor 4 Wochen ungefähr einen Mann kennengelernt. Er kam nach Deutschland, wie das so ist, wenn man in ein fremdes Land kommt, muss ich erst mal eine Existenz aufbauen. Und er hatte also auch kein Geld und er hat nur von Wildkräutern und das, was man in der Natur findet, gelebt. Und ansonsten hat er für die Ausgaben, das Essen angeht, 1 Euro gebraucht in 4 Wochen.
Unglaublich, oder? Von ihm habe ich jetzt gelernt, Hopfen zu sammeln. Und dann hat er an einer Birke, die Birke wird beschnitten, da kann man Birkenwasser rauslassen. Wusste ich auch nicht. Also mal, da steht also wirklich eine ganze Welt offen, was Kräuter angeht. Und es ist unglaublich auch, was gerade in frischen Kräutern, wie viele Nährwerte und Heilwerte und Chlorophyll, Phytochemikalien, alles drin ist. Doch ich möchte wirklich sagen, ich denke jetzt an einen Mann, den ich kenne, der hat so blühend ausgesehen und hätte mir so viel Mut gemacht mit frischen Kräutern, hätte mir das auch gut erklärt. Aber er war psychisch angeschlagen und er ist relativ früh gestorben. Das heißt, Kräuter alleine machen uns nicht gesund, sondern unsere innere Haltung, unsere innere Zuversicht, unsere innere Freude. Und das ist der große Unterschied, wenn wir Gott kennen oder nicht kennen. Wenn wir Gott kennen, wie chaotisch die Situation auch ist, aber wenn wir nach oben schauen, haben wir Hoffnung, wir haben Freude und Zuversicht. Und das ist sehr, sehr wichtig. Mein Lieblingstee, der nennt sich Penicillin-Tee, ist natürlich kein Penicillin drin, aber wenn man an solche Symptome kommt, wo man Penicillin nehmen könnte, dann kann man diesen Penicillin-Tee nehmen. Er besteht aus 40% Salbei, 40% Kamille und 20% Sar, also S-A-R, Sarsaparilla. Das ist eine wunderbare Zusammensetzung. Und wenn ich jetzt morgens aufwache und denke, oh, da ist was im Anzug, dann mache ich mir die Mühe und trinke dünn aufgebrüht 1 Liter von diesem Tee und abends weiß ich gar nicht mehr, dass ich was hatte. Also wenn man früh genug gleich einschreitet, kann man das abwenden, dass das eine größere Sache wird. Was auch immer wichtig ist, wenn wir mit Krankheit etwas zu tun haben, ist, dass wir Milchprodukte meiden. Man weiß aus der Statistik, dass Kinder, die mit dem Hals-Nasen-Rachenraum Probleme haben, dass es immer mit tödlicher Sicherheit mit Milchprodukten zu tun hat. Also Milchprodukte macht das Immunsystem nach unten. Ich kenne eine Schwester aus dem Allgäu und sie musste mit ihren Kindern regelmäßig mit ihren Halsentzündungen musste sie zum Arzt und bekam dann Penicillin oder was auch immer verordnet. Und seitdem, dass sie bei uns auf der Diebolzburg war und diesen Penicillin-Tee kennengelernt hat, wenn ihre Kinder das bekommen, dann setzt sie diesen Penicillin-Tee ein. Und der Kinderarzt von ihr hat gesagt, das Rezept, das möchte er auch haben. Er hat gesehen, das wirkt, die Kinder kommen nicht mehr. Und das ist eine gute Sache. Man sollte vermeiden, Penicillin zu nehmen, wenn man es umgehen kann, weil man weiß, dass der Körper resistent dagegen wird. Und wenn man es dann wirklich braucht und es funktioniert nicht, dann ist es gegen uns, nicht für uns, sondern gegen uns. Und deshalb kann man eigentlich schon manches machen. Eine andere schöne Geschichte ist diese Zusammensetzung dieser 3 Teesorten. Vor über 10 Jahren, so ungefähr 13, 14 Jahren, kam ich in die Wechseljahre und ich hatte Probleme mit meiner Periode, die hat nicht mehr aufgehört und ich ging zum Frauenarzt und ich bekam Hormontabletten. Ich habe die geholt, so wie sich das gehört. Ich habe den Beipackzettel gelesen. Ach, nee. Ich habe mich informiert bei anderen Ärzten. Keiner hat mir Hoffnung gemacht, dass ich ohne Hormontabletten das durchstehe. Dann habe ich mir einen Nachmittag Zeit genommen. Ich kann also diese Bücher nur empfehlen, die ich benutze. Das ist das alte Kräuterbuch von Dr. Schneider. Das liebe ich. Das ist sehr gut. Ich habe da noch einiges andere, aber ich habe das dann gewühlt und bin zu dem Schluss gekommen, einen Tee zusammenzustellen. 1/3 Blutwurz,
ein Drittel Johanniskraut und ein Drittel Frauenmandel. Den Blutwurz habe ich so, wie er ist, erstmal im Thermomix gemixt. Der ist also so zu einer Wurzel, die ist sehr hart. Und dann habe ich den, nachdem ich das gemixt hatte, habe ich den, die Kräuter dazugegeben, habe den aufgegossen und habe den samt und sonders getrunken. Und ich muss sagen, ich habe nie mehr Probleme gehabt. Inzwischen, ich müsste zu Hause, glaube ich, noch das Video haben, ist ein Film gezeigt worden, dass in allen Ländern außer Deutschland es nicht diese Behandlung gibt, was Frauenkrankheit angeht, wie in Deutschland. Und derjenige, der die Hormontabletten entwickelt hat, dass der erkannt hat, noch zu Lebzeiten, dass das nicht, dass er sich geirrt hat. Und trotzdem wird es verschrieben. Und leider sind wir in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir freuen uns, wenn wir viel Geld haben. Aber wenn wir nach dem Wort Gottes gehen, dann ist Geld eigentlich was Unbedeutendes. Geld ist dafür da, wenn man es hat, dass man es wieder weitergibt. Und zwar zur Verkündigung des Werkes Gottes, um einfach das Werk Gottes zu unterstützen, aber nicht für den Eigennutz. Und von da aus sollten wir als Gläubige die Einstellung zum Geld haben, dass wir nicht darauf aus sind, viel Geld zu haben, sondern dass wir darauf aus sind, eine gute Beziehung zu Jesus zu haben. Und wir wissen vom Abraham und vom Hiob, obwohl sie sehr gläubig waren, waren sie sehr reich gesegnet. Das heißt, wenn Segen kommt, dann kommt er nicht vom Konsum, sondern kommt von Gott. Und das ist ein großer Unterschied, weil wir anders damit umgehen. Vielleicht noch zur Hormonumstellung der Frau. Auch dort ist es ganz arg wichtig, tierische Produkte zu umgehen und auch Fett zu meiden. Also man weiß, dass es eine Hormonumstellung ist und dass Fett damit eine sehr große Rolle dabei spielt. Und es gibt ein hochinteressantes Buch, gibt es im Internet, zu bestellen. Das heißt Schmerzen lindern durch richtige Ernährung. Und dort ist in diesem Buch das erste Kapitel über Rückenschmerzen. Und unter anderem ist ein Kapitel drin über Menstruation, über Frauenprobleme. Und dieser Mann heilt, das ist ein Neil Barnard, er heilt konsequent viele Erkrankungen und Symptome durch fettfreie Ernährung und auch durch pflanzliche Ernährung, also keine Milchprodukte. Er schreibt nicht viel drüber, aber er verwendet auch keine Avocado und keine Nüsse. Also das heißt, diese pflanzlichen Fettquellen sollte man auch bedacht zu sich nehmen und nicht zu viel. Eine andere Möglichkeit ist dieses Olivenblätter. Olivenblätter sind reinigend. Wir haben bei den Kräutern einmal die Wirkung, dass es beruhigt, krampflösend ist oder auch reinigt. Und wir sehen, nicht nur das Wort Gottes reinigt und Wasser reinigt und auch Holzkohle reinigt, sondern auch Kräuter können reinigen. Ich denke, in der Zeit, die vor uns steht, dass es ein unschätzbarer Segen für uns sein wird, wenn wir Wildkräuter kennen. Weil die Wildkräuter uns eine Chance bieten, bestimmte Bedürfnisse zu decken. Und wenn die dann Hand in Hand gehen mit Gottes Gnade, dann dürfen wir dankbar sein, dass Gott uns eine sehr wunderbare Hilfe gegeben hat. Frauenmanteltee gibt es einen schönen Spruch vom Pfarrer Kneipp und er sagt, manche Frau würde noch leben, wenn sie Frauenmanteltee getrunken hätte. Und deshalb sollte man eigentlich nicht zu lange warten, bis man mit Kräuter anfängt, sondern wenn man merkt, es ist was nicht im Rahmen des Gewöhnlichen, dann sollte man gucken, dass man das bald auf die Reihe bekommt, dann kann man mit Kräuter auch sehr viel arbeiten. Wenn man zu lange wartet, dann werden die Chancen immer geringer, dass man
das gut bewältigen kann. Eines der sehr wertvollen Tees ist Wermut und Tausendgüldentraut. Ich erwähne sie deshalb zusammen, weil beide sehr bitter sind. Und beide haben ihren Platz, ihren sehr guten Platz. Und man braucht nicht viel, so eine Packung, die hält ewig, weil man sehr wenig braucht. Aber wenn man eine Magenverstimmung hat, dass man ständig bricht, dann kann man mit Wermut, Wermut ist mehr auf den Magen bezogen und Tausendgüldekraut ist mehr auf den Darm bezogen, kann man dem Körper wertvolle Stoffe, Bitterstoffe zufügen, dass die innere Sekretion wieder zur Ruhe kommt und dass sie wieder Sauerstoff bekommt und dass sie wieder gut arbeitet. Also man sollte zum Beispiel Tausendgüldenkraut immer bei sich haben im Gepäck, weil es einfach eine wunderbare Lösung ist im Ausland, wenn man nicht die perfekte Ernährung hat oder Verhältnisse, wo man gerade hingeht. Also den Wermut-Tee und den Tausendgüldenkraut würde man nicht trinken, sondern man würde ihn höchstens teelöffelweise zu sich nehmen. Höchstens teelöffelweise stündlich oder dreimal täglich, je nachdem. Als ich kleines Kind war und in die Schule kam, da war ich untergewichtig und ich habe nicht gerne gegessen. Und dann hat mir meine Mutter 1000-Gülden-Krauttee gegeben. Und dann hätte sie mir die Nase zugehalten und hätte mir immer einen Teelöffel gegeben, weil von sich aus wird ein Kind nicht auf die Idee kommen, das zu nehmen, weil es einfach zu bitter ist. Dann haben wir einen anderen Tee, das heißt Gänsefingerkraut, ist auch ein geläufiger Tee, den man sehr gut bei Verspannungen, Verkrampfungen zu sich nimmt, der ist krampflösend und beruhigend. Zum Beispiel, wenn man eine sehr starke Monatsblutung hat, dann kann man diesen Tee trinken und er wirkt wunderbar. Und auch hier wieder, der Lebensstil und die Bewegung, die man tut, tut viel dazu, wie es einem als Frau geht. Und leider sind wir alle so ein bisschen von unserer Lebensstil geprägt und es fällt uns schwer, eine Veränderung durchzuführen. Leider ist es so, dass die Not uns oft zwingt, nachzudenken, ob das, was wir tun, richtig ist. Und ich denke, der Prozentsatz ist relativ hoch, dass man in der Not wirklich bereit ist, neues Wissen anzunehmen, weil man weiß, jetzt muss ich was tun. Und ja, aber noch besser ist, man macht es freiwillig. Gut. Ein anderes wunderbares Heilmittel, das wäre Aloe Vera. In jedem Haushalt sollte eine Aloe Vera Pflanze stehen. Man nimmt es bei Verbrennungen. Man nimmt es bei Insektenstichen, bei infizierten Wunden, Gürtelrose, Fieberblasen, Windeln, Dermatitis, Strahlendermatitis, Abszesse, Halsschmerzen, Magengeschwüre, Colitis, Verstopfung, Diverkulitis, Arthritis, Lebererkrankungen, Hauterkrankungen, Pilzerkrankungen, Warzen, Ausschläge, Akne, also vielseitig zu verwenden. Und ich möchte, nachdem das Wort Gürtelrose hier gefallen ist, möchte ich Ihnen erzählen, als ich vor 12 Jahren nach Bolivien gereist bin, dann gibt es bei mir bei solchen Terminen, wo ich dann 4 Wochen von meinem Haushalt getrennt ist, kann man schon sagen, Stress. Einmal muss ich meinen Haushalt auf Vordermann bringen und ich muss mich auch auf die Reise vorbereiten. Und 2 oder 3 Tage, bevor ich abgereist bin, habe ich solche Schmerzen bekommen, was ich noch in meinem Leben nie gekannt habe. Ich bin nachts hellwach durch die Wohnung
Und ich habe geschrien, solche Schmerzen hatte ich. Und kurz bevor ich abgeflogen bin, hat sich herausgestellt, dass es eine Gürtelrose ist. Und wir hatten eine Ärztin dabei. Und dann habe ich, eigentlich bin ich mit dem Vorsatz nach Frankfurt gefahren, ich werde wieder zurückkommen. Und ich habe dann mein Anliegen versucht, dem Reiseleiter, also der die Reise organisiert hat, zu sagen. Er hat einfach gemacht, wie wenn er es nicht hört. Ich habe keine Chance gehabt. Und dann stand ich da. Ich habe also keine Chance gehabt, hier zu bleiben. Und dann bin ich mit. Ich hatte dabei Teebaumöl. Ich hatte dabei Johanniskrautöl. Und ich hatte dabei Holzkohle. Und ich hatte dabei solche Gerschengras-Tabletten. Und dann habe ich meine Gürtelrose geheilt mit 2 Mahlzeiten am Tag, fettfreier, sehr einfacher Nahrung. Und nachts, wenn ich meine Schmerzen bekommen habe, habe ich zuerst mal einen Wickel gemacht, und zwar hier war die Gürtelrose, mit nassem, kaltem Wasser. Und irgendwann, wenn man wieder aufwacht, nimmt man diesen Wickel weg, aber mindestens eine Viertelstunde soll da drüber sein. Dann habe ich die Kuhle in der Hand zusammengefaltet, habe Johanniskrautöl reingemacht und Teebaumöl reingemacht, habe das verrieben in der Hand und habe mich nachts eingerieben. Und dann habe ich meine Holzkohlewasser getrunken, wie ich Ihnen gestern oder euch erklärt habe. Und Gott hat Gnade gegeben, ich habe sie ausheilen können. Und wenn man die jetzt, ich habe lange überlegt, ob ich zu der Ärztin gehe, und ich habe sehr viel gebetet drum, dass mir Gott Weisheit gibt, denn wenn man zu einem Arzt geht und das nicht macht, was er sagt, dann hat man noch ein schlechtes Gewissen, dann lädt man noch mehr Last auf sich und dann muss man sich das wohlweislich überlegen, wie man damit umgeht. Und nach 4 Tagen haben wir uns morgens getroffen und sie sagte mir, dass einer der Teilnehmer erkrankt ist, und habe ich gefragt, an was? Eine Grippe. Und dann sage ich, irgendwas hast du für ein Medikament gegeben? Und dann sagte sie Penicillin. Und dann war für mich die Entscheidung gefallen, dass ich sie nicht kontaktiere, weil das wollte ich nicht umgehen, weil ich weiß, die Nebenwirkungen sind deftig. Und in diesem Zusammenhang möchte ich, wenn es vielleicht für den einen oder anderen langweilig ist, aber ich möchte immer wieder sagen, der liebe Gott will nicht haben, dass wir zu viel arbeiten, sondern das, was er sagt, arbeiten. Und immer wenn ich zu viel habe, kommt irgendwas. Und obwohl ich das jetzt schon so oft erlebt habe und ich dazu stehen darf und muss, muss ich einfach sagen, wir können nicht alles machen. Und dann kommt noch ganz andere Komponente dazu, dass der Satan alles einsetzt, wenn jemand ein Segen sein möchte, das zu verhindern. Also nicht nur unsere menschliche Unzulänglichkeit, sondern auch Satans Tücke. Aber durch Gottes Gnade dürfen wir lernen, auch damit umzugehen. Von Kind auf bin ich gewöhnt, Johannisöl selber anzusetzen. Ich weiß nicht, wer es kennt. Es blüht. Früher war es August, aber jetzt kommt schon Ende Juni, Juli. Es ist eine gelbe Blüte. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob es Johanniskraut ist, dann nimmt man eine Blüte zwischen 2 Händen, zerreibt die. Und dann muss es so eine dunkel, fast schwarz, so ein dunkelbraune Finger geben. Und dann können wir sicher sein, dass es Johanniskraut ist. Man erntet es. Es gibt meistens so Plätze, wo sich das verbreitet. Aber wenn man dann irgendwo gefunden hat, dann ist noch mehr. Inzwischen habe ich eine Johanniskrautpflanze in meinem Garten und ich bin sprachlos, wie die sich vermehrt. Überall wächst jetzt Johanniskraut, ich brauche also gar nicht mehr suchen gehen. Und dann schneidet man die Blüten ab. Das kann sein, dass man jede Woche mal Blüten abschneidet mit der Schere, weil nicht alle Blüten gleichzeitig kommen. Dann schneidet man alle Woche oder alle 14 Tage die Blüten auf, die aufgegangen sind. Setzt die in ein gutes Olivenöl, also tut die
Blüten in ein Glas und man übergießt es dann mit Olivenöl und das stellt man dann an ein Fenster, wo die Sonne hinscheint und das lässt man 4 Wochen stehen und danach siebt man das ab und dann hat man das beste Johannisöl, was es gibt. Wenn man also das kaufen wollte oder sollte, dann achtet bitte darauf, dass es auf Olivenöl an Basis besteht. Das zum Beispiel ist ein käuflich erworbenes Johanniskrautöl und das ist auf Olivenölbasis. Ich habe eine Tante, die ist von der Leiter gestürzt und sie ist auch ein, wie sagt man, ein schaffiger und ein sparsamer Mensch und sie hat diese Wunde selber behandelt und nach einem Vierteljahr hat sie gemerkt, ich glaube, ich sollte jetzt doch zum Arzt gehen und ist dann zum Arzt gegangen und er hat sie dann behandelt. Sie musste 2 Mal in der Woche zum Verbinden kommen und dann kam Weihnachten, der Arzt hat seinen Urlaub gehabt und er hatte das Verbandsmaterial, alles mitgegeben, was er konnte und hat ihr Anweisungen gegeben, wie sie den Verband zu machen hat und nach dem Jahreswechsel ist sie wieder zu ihm gekommen. Er hat die Wunde sich angeschaut und hat zu meiner Tante gesagt, Sie haben was gemacht, was ich Ihnen nicht mitgegeben habe. Und sagt, ich habe alles gemacht, was Sie gesagt haben. Sie haben was gemacht, was ich Ihnen nicht gesagt habe. Ich habe alles gemacht, was Sie gesagt haben. Und der Arzt hat keine Ruhe gelassen. Und zum Schluss hat sie gesagt, ich habe die Wunde mit Johannisöl behandelt. Johannisöl ist nervenberuhigend und entzündungshemmend. Und von daher aus kann ich nur sagen, bei unseren Kindern, wo die Kinder noch nicht geboren waren, wir hatten ja zuallererst Zwillinge, habe ich eine Dose Penadencreme, wie man sich das so als typische Mutter vorstellt, gekauft. Und nachher habe ich nie mehr Penadencreme benutzt, sondern ich habe den Popo der Kinder immer nur noch mit Johannisöl eingerieben. Vielleicht zum Johanniskraut auch noch was Gutes. Und zwar, heutzutage ist es gar nicht so unüblich, dass sogar junge Frauen Bindegewebsschwäche haben. Bindegewebsschwäche heißt, dass das Bindegewebe zu locker ist, um zu halten. Und ich habe jetzt, da die jungen Frauen oft sehr kurz angezogen sind, es waren also 18-, 19-jährige Mädchen, und wenn man sich dann so bückt, dann sieht man den Rücken, habe ich gedacht, ich kriege einen Schlag. Im ganzen Rücken sind Striemen, also so Bindehautstriemen. Wie sagt man dazu? Streifen, richtig. Jetzt überleg dir mal, so ein Menschenkind wird schwanger und hätte schon so ein schlechtes. Und ich habe auch ein sehr schlechtes Bindegewebe. Mein Onkel, der Heilpraktiker war, hat zu mir gesagt, Esther, du darfst keine Kinder kriegen. Und ich habe dann Zwillinge bekommen, das heißt, dass es besonders heftig wird und deftig fürs Bindegewebe. Aber als ich damals meine Predigerausbildung getan habe, muss ich sagen, dass ich dann nach meiner Erkenntnis Schritt für Schritt mich umgestellt habe und habe alles, was ich konnte, gemacht. Und ich möchte euch ermutigen nach dem heutigen Morgen, es gibt keinen besseren Weg, als das, was wir erkannt haben, umzusetzen. In Hebräer 3, glaube ich, steht der Text, heute, so ihr seine Stimme hört. Verstocket eure Herzen nicht. Und wenn es euch 10, 20 oder 50 Euro kostet oder auch mehr, wenn ihr Dinge in eurem Haushalt habt, die weder gesund sind, noch dass ihr Vitamine noch Wertvolles haben, es gibt für alles eine Lösung, vor der Tür steht eine Mülltonne, die hat viel Platz. Ja, wenn ihr jetzt motiviert seid an dem Wochenende, habt ihr viel mehr Power, das zu machen. Nachher, wenn das abgeflacht ist, das hat doch Geld gekostet und das kann ich doch nicht wegwerfen. Und dann geht die Schlange weiter und plötzlich steht es drin und irgendwann hätte man sich an den Geschmack sowieso gewöhnt gehabt, dann lässt man es auch. Warum? Man hätte noch keine Schmerzen. Aber wenn man immer wieder Menschen trifft, die schwer von heute auf morgen schwer krank werden, so krank werden, dass sie ja,
keine schöne Zukunft vor sich haben, dann geht die Uhr nicht mehr zurückzudrehen. Wir haben keine Reserven. Und wir brauchen für unser Immunsystem, für unsere Zukunft, brauchen wir Reserven. Und ich denke, unser Leben besteht aus einer Reise. Unsere Reise, unser Ziel ist das himmlische Jerusalem. Und immer wieder komme ich in Situationen, wo ich denke, bin ich vorbereitet? Bin ich vorbereitet? Und der sich vorbereitet hat, hätte viel schneller sein Bündel beieinander, als der einfach gedacht hat, ich habe noch lange Zeit. Ich bin mir erst einmal passiert, ich weiß nicht, ja, auch wieder vor 10, 11 Jahren, wo ich in Bolivien war. Satan hätte es nicht zugelassen, so 14 Tage, bevor ich gegangen bin, dass ich packen konnte. Ich bin ungepackt nach Bolivien. Das, was ich vor 4 Wochen angefangen habe, mit dem ging ich praktisch fort. Das war meine Sicherheit. Und ich denke, dass so wie es zum Jerusalems Zeiten ist, dass Gott verbietet denen, die es aufrichtig meinen, nochmal nach Hause gehen und was zu holen. Sie haben, Gott hat gesagt, nicht mehr. Und deshalb sind solche Notreserven und auch damit umzugehen ein ganz wertvoller Schatz, denn meistens passiert es nachts oder am Wochenende, wo du keinen Zugang hast. Und deshalb ist es wichtig, dass man Holzkohle, Heilerde im Haus hat, ein Johannisöl im Haus hat und auch so ein bisschen eine Grundausstattung von wichtigen Tees. Und ja. Ein anderes Öl, was ich sehr nicht mehr missen möchte in meinem Haushalt, das ist das Teebaumöl. Unsere Kinder gehen auf keine Stewa ohne Teebaumöl, weil euch, ihr werdet nicht mehr geplagt von Schnaken und Mücken. Also die mögen das nicht. Und vielleicht in dem Zusammenhang kommt mir, was Schnaken und Zecken anzieht, wenn ihr gerne süß esst. Also man weiß, dass die Menschen, die gerne süß essen, viel mehr mit das Ungeziefer förmlich anziehen. Und ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ja, ich will auch nicht so hart zu euch sein. Aber vom biblischen Standpunkt aus leben wir in der Zeit des großen Versöhnungstages. Und der große Versöhnungstag heißt, dass wir der Reinigung unterzogen werden. Und vom Daniel wissen wir, dass er sehr einfach gegessen hat. Und das heißt, er hat keine Leckereien gegessen. Das heißt, Gott will uns nichts wegnehmen. Das darf man nicht missverstehen. Aber das, was es alles auf dem Markt gibt, das ist einfach des Guten zu viel. Und wo finden wir unsere Grenze? Und wenn ihr jemanden vor euch haben wollt und sehen wollt, der zuckersüchtig ist, dann bin ich das. Und ich weiß, von was ich rede. Aber ich weiß, dass Zucker auch ein großes Hindernis in der Heiligung sein kann. Man ist Opfer, weil man sich freut über Süßes. Und wenn der Zucker, das ist wie beim Alkoholiker, wenn der Zucker aus dem Blut ist, dann schreit er wieder nach mehr. Und wir sind praktisch Knechte dessen. Und von daher aus tun wir uns selber was Gutes, wenn wir sehr einfach leben. Dann isst man mal ein Honigbrot und man macht sich einen Nussmus drauf oder eine Dattel drauf. Ich habe jetzt auf dem Großmarkt, bin ich günstig an, die habe ich mir noch nie gekauft, die waren mir bis jetzt immer zu teuer. Das sind die ganz großen Datteln. Ja, und das ist eine Tafel Schokolade. Aber man hätte sich dann, man braucht keine Reue zu haben und braucht nicht, das schadet dem Körper nicht. Und von da aus kann ich nur sagen, je einfacher wir leben, desto zuversichtlicher können wir in die Zukunft gehen. Und vor allen Dingen haben wir Zeit, unser persönliches Andachtsleben zu pflegen, weil wir brauchen Reserven, auf die wir zurückgreifen können. Und wenn ich jetzt so erlebe, was ich die letzten 4 Wochen erlebt habe, dann kann ich nur sagen, es kann ganz schön deftig werden. Eine andere Methode mit Teebaumöl ist Fußpilz.
oder überhaupt Pilzerkrankungen. Man kann es auch verdünnen und trinken, wenn man Pilz hat. Und dann überall, es wirkt im Grunde genommen desinfizierend. Also wenn man auf Reisen geht, ist man immer gut bei Sachen. Man kann das zum Beispiel auch unter Holzkohle drunter mischen, unter Heilerde drunter mischen. Man kann einen Dampfbad mitmachen. Es schmeckt nicht gut, es stimmt. Aber wenn es einem nicht gut geht, dann freut man sich, wenn es bald wieder besser geht. Und dann nimmt man auch mal Teebaumöl. Wenn man das zum Beispiel jetzt am Fuß irgendwelche Bakterien oder Viren hat, dann kann man in die Hand voll entweder Öl oder Wasser machen und gibt dann noch ein paar Tropfen Teebaumöl, weil es recht scharf ist. Dann verreibt man das und dann trägt man das auf. Ein anderes schönes Heilmittel, wo auch in dem Buch für die Gemeinde geschrieben einiges drinsteht, das ist das Eukalyptusöl. Da habe ich mir einen Spaß erlaubt oder einen Scherz. Ich habe, weiß nicht mehr, wie lange, ein Jahr oder was, habe ich Husten gehabt. Und ich habe das Guten zu viel gemacht. Ich habe das Eukalyptus, um schnell gesund zu werden, habe ich mir das hier drauf geschmiert. Und dann ist mir der ganze Brustkorb verbrannt. Und dann musste ich, ja, mit ganz viel Liebe musste ich das pflegen, bis die Haut wieder regeneriert war und wieder ja, sich erholt hatte. Aber auch dieses Öl verdünnen. Also in dem Fall würde man es auch wieder verdünnen, entweder mit Leinsamen, kann sich hier, oder aus Buchshornklee. Man kann Buchshornklee und Leinsamen miteinander mit heißem Wasser überschütten, kann ein bisschen Teebaumöl und kann sich bei einem Husten eine Packung machen. Und Leinsamen hat den Vorteil, dass es sehr lange die Wärme hält. Das ist praktisch wie so ein Kirschsäckchen, wo man das drauf trägt. Ich möchte aber vielleicht an der Stelle noch erzählen von meiner Lungenentzündung. Ich hatte vor, über 15 oder mehr Jahren hatte ich Lungenentzündung, wo ich also damals hatte ich noch einen Naturkostladen und ich war auch ein guter Kunde von meinem Naturkostladen. Ich habe mich selber belohnt mit Süßigkeiten. Und da war mein Immunsystem im Keller und habe dann diese Lungenentzündung bekommen. Und also ich möchte das niemand wünschen, weil es einfach, du meinst einfach keine Kraft. Es ist einfach weg. Und ich habe dann mich sehr viel Ruhe widmen müssen. Und ich habe dann, wahrscheinlich hat mir Gott es eingegeben, aus Ritterspitz, eine Schwitz, habe ich drinnen geschwitzt. Und es war der erste Tag, an dem ich wieder Mensch war. Und ich habe dann eines Sonntags hatte ich die Möglichkeit, entweder ich lege mich hin wie immer oder ich gehe Einladungen verteile. Es war ein Kampf in mir, ich wollte gesund werden. Und ich habe mich dann entschieden, Einladungen zu verteilen. Und es war der erste Tag, an dem ich wieder Mensch war und wo mir es besser ging. Das heißt, wenn wir für andere da sind und uns nicht die ganze Welt, ich bin krank, um uns dreht, mir geht's schlecht, sondern auch in der Not für andere da sein, dann kriege ich den Segen ab und ich werde gesund. Jesus hätte es am Kreuz gemacht, obwohl er so viel Leid hatte. Und er so ärmlich am Kreuz gegangen, hätte er sich um die Mutter gekümmert, um die beiden, die noch gekreuzigt waren, gekümmert. Und das ist auch eine Medizin, die nicht wegzudenken ist. Ich habe einen Artikel gelesen von einem Dr. Mohr, der hieß Persönliche Gesundheit. Und er sagt, dass es nicht darauf ankommt, was ein Patient ist, sondern welcher Charakter ein Mensch hat. Also wenn in unserer Zeit ist es nicht unerheblich, dass wir sehr auf uns sehr fixiert sind und damit lebt ja die ganze Gesundheitsindustrie. Manche, die geben hunderte, tausende Euro aus, um gesund zu werden. Ich habe mich mal erkundet, was ein Überwärmungsbad kostet. Und das war in Bad Aibling, da hätte das Überwärmungsbad 15.000 Euro gekostet. Ja? Und
Wir werden gesundheitlich stabil, wenn wir uns um andere kümmern. Um unsere Ordnung in unserem Haushalt, um unsere Ordnung unserer Beziehungen und auch um Menschen, die uns brauchen. Nicht nur Medizin macht uns gesund. Bourgeois-Klee kann man auch keimen. Man weicht ihn ein über Nacht mit Wasser, schüttet das Wasser am anderen Tag ab und lässt es einfach unberührt 2 Tage stehen. Und nach 2 Tagen ist es gekeimt. Man kann es über den Salat streuen, man kann es in Bratlinge reinmachen, man kann, ja, x-beliebig, man kann es auch in ein Sandwich reinpacken. Also ist kein Problem. So. Wir können aus Eukalyptusöl, aus Pfefferminzöl und aus, also ein Teil Pfefferminzöl, ein Teil Eukalyptusöl und 4 Teile Olivenöl das mischen. Also meinetwegen würde man jetzt nehmen 1 Teelöffel Eukalyptusöl, 1 Teelöffel oder 1 Tropfen vielleicht besser und 4 Tropfen Olivenöl und das kann man wunderbar verwenden bei Husten. Also in dem Moment wäre die Verlängerung dieser guten Öle einfach Olivenöl. Fußnagelpilz wird durch 2 Komponenten, entsteht es mindestens. Einmal, dass das Immunsystem unten ist, zum anderen, dass man gerne süß isst und zum dritten, dass man synthetische Schuhe trägt und synthetische Strümpfe. Also ich habe jetzt durch meine Krankheit leider feststellen müssen, dass es gar nicht gut ist für den Körper, Nylonstrümpfe zu tragen. Es war für mich eine harte Probe als Frau, weil man trägt nicht gern Baumwollstrümpfe. Aber Baumwollstrümpfe bringen viel mehr Qualität der Haut zu, als diese Synthetik. Und wenn man das in geschlossenen Schuhe hat, ich denke jetzt auch an Socken, synthetische Strümpfe, dann bildet sich dort, entsteht Wärme und die Wärme lässt Schweiß entstehen, Feuchtigkeit und dann kommt noch was dazu, wobei wenn man war im Schwimmbad oder in der Sauna, dann hätte man ruckzuck so einen Fußpilz. Und man kann ihn einmal behandeln mit diesem Teebaumöl, man kann ihn mit Knoblauchwasser verheilen oder aber man setzt 2 Tassen Essig mit 15 Gramm Ringelblume und 15 Gramm Myrrhe. Myrrhe bekommt man in der Apotheke. Im Übrigen kann man die Myrrhe auch mischen. Also das habe ich letzte Woche gemacht, so mit 2 Händen Myrrhe in ein Glas gemacht und ein gutes Teelöffelchen Holzkohle und das mit heißem Wasser überschüttet mit kochendem. Das habe ich stehen lassen, so 2 Stunden. Und das habe ich zwischen den Mahlzeiten gereinigt. Ist ein wunderbares Medikament, um den Darm fit zu halten und sauber zu halten. Und vor allen Dingen, so ein Päckchen Holzkohle kostet 4,75 Euro. Und die Myrrhe, die hat man ewig, ich weiß nicht, wie viel ich gekauft habe, aber man braucht ganz wenig. Und wenn man das aber fertig gemischt kauft, dann kriegt man 200 Gramm und hat gleich 10 Euro los. Also man muss das dann auch bezahlen, das Mischen, was andere machen. Dann ein wunderbarer Tee für die Leberreinigung ist einmal Kurkuma. Der hat eine junges Mädchen, eine Cashewnussallergie gehabt und man hat ihr 1 Tasse Wasser mit 1 Teelöffel Kurkuma gegeben und die Beschwerden waren weg. Kurkuma ist zur Leberreinigung. Alle, die mit Allergien zu tun haben, kann ich nur wärmstens empfehlen, bitte reduziert eure Industrienahrung und schmeißt sie raus. Industrienahrung ist der erste und wichtigste Unterstützung, um eine Allergie zu bekommen. Wir haben im gekauften Brot 13 bis 18erlei noch Zusätze außer Getreide, Salz und Wasser und Hefe. Und das muss nicht sein jetzt. Das muss nicht sein.
Und im Übrigen möchte ich euch sagen, wenn wir gute, gläubige Menschen sind und kein Fett essen wollen, dann sage ich jetzt was Hartes, aber es ist die Wahrheit, dann dürfen wir in keiner Bäckerei Backwaren kaufen. Weil überall tierische Fette verwendet werden. Meine Cousine, wir haben als Kind, mein Opa war Metzger, aber wir als Kinder, wir haben kein Fleisch oder Wurst oder Fisch oder sowas gekriegt. Und uns hat auch nichts gefehlt. Ich habe gelernt, selber Brotaufstriche zu machen, die wir gerne gegessen haben. Und sie hat eine Allergie gehabt und ist getestet worden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, sie hat Schweinefleischallergie gehabt. Sie hat nie Schweinefleisch gegessen. Also da hätte ich auch die Hand ins Feuer legen. Aber was hätte sie gerne gegessen? Salzbrezeln und Croissant, die zwei. Und das hätte sie nicht in irgendeiner, Geschäft gekauft, sondern, also man kann sagen, da wo ich wohne, es ist das Beste. Und ich weiß das von Bolivien, von Jenny und Heidi. Die haben mich das erste Mal darauf aufmerksam gemacht. Die haben gesagt, kauf Esther kein Brot. Bei uns wird Schweinefett reingemacht. Und ich hatte da eine ganz enge Auswahl, wo ich da nur an Brot dran kam. Im Übrigen kann man auch leben ohne Brot zu essen. Ist zwar eine Umstellung am Anfang, aber es geht auch gut. Und zwar, dass man einfach einen Vollkornbrei isst oder man macht sich einen Cracker oder aber man gewöhnt sich an einfach mehr Obst oder an frisches Gemüse. Das ist auch ein Symptom unserer Zeit, die oft beklagt wird. Das heißt, dass Menschen gerne schwitzen. Und vielleicht gibt es dazu was zu sagen. Dort steht ein Buch, das heißt Die neue Heilswissenschaft. Meine Oma hat damit alle Krankheiten geheilt. Und er beschreibt, dass diese Hitzen, die wir in uns haben, die kommen einfach daher, dass wir zu viel zu uns genommen haben und dass der Körper nicht mehr mit fertig wird. Also die einfachste Lösung wäre, die schnellste von Hitzen zu befreien, ist erstmal gar nichts zu essen. Oder man isst nur Rohkost. Auf jeden Fall sollte man sich fettes Essen in dem Fall ganz abgewöhnen, weil wir arbeiten nicht mehr so körperlich anstrengend und wir essen für das, was wir arbeiten, zu viel. Und irgendwann reagiert unser Körper und zu den Hitzewallungen oder zu den Hitzen kommt auch manchmal, dass man nachts schwitzt. Ich kenne also Leute, die brauchen nachts 4 oder 5 Nachthemden. Aber wenn ich sehe, wie die Leute essen, da wundert mich das einfach nicht. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen erschüttert. Wir wissen, dass manches nicht gut ist, aber wir denken einfach, mich wird es schon nicht treffen und das eine Mal wird es nicht. Und das ist das, was Gott uns eigentlich beibringen möchte, dass wir im Grunde genommen einfach uns vom Geist Gottes führen lassen. Und in dem Moment, ich nehme jetzt das Beispiel, ihr zwei, ihr sitzt hier vorne, Rabea und Christopher, wenn die Liebe untereinander so einstimmig ist, dann will die Rabea den Christopher nicht ärgern und der Christopher will die Rabea nicht ärgern. Und genau das kann man übertragen mit Gott, wenn wir Gott lieb haben und uns Zeit lassen. Heute weiß ich, warum Schwester White schreibt, dass wir jeden Tag sollten uns eine Stunde mit dem Kreuz beschäftigen. Wenn wir das begriffen haben, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, dann wollen wir in den Himmel mit allen Fasern und wir wollen Gott nicht mehr verletzen. Das ist ein Zeichen, dass wir das ernst nehmen, dass Jesus uns liebt. Und keiner hat so viel Geduld mit uns wie er. Keiner geht uns nach wie er und keiner gibt uns so viel Verheißungen wie er und keiner segnet uns wie er.
Und deshalb ist nicht das Hauptaugenmerk in unserem Leben zu richten, was darf ich und was darf ich nicht, sondern einfach die Literatur, die uns Gott schenkt, zu lesen, zu forschen. Und so bin ich in die Arbeit reingewachsen, weil mich das unter den Nägeln gebrannt hat und richtig motiviert hat, diese Welt zu entdecken, wie Gott uns Ratschläge gibt und was sie alles in unserem Leben vollbringen. Eine andere Geschichte, da kam, als ich noch mein Geschäft hatte, eine Familie aus Frankreich mit ihrem Kind. Und wenn ihr das Kind gesehen hätte, hätte man das Kind in den Kindersarg legen können, das Kind hätte man können für tot erklären. Kein Leben, einfach. Und sie mussten also ihre Ernährung umstellen. Und hier möchte ich wieder appellieren an unsere jungen Frauen, auch im Livestream. Gebt euren Kindern keine fertige Nahrung. Es ist ganz arg wichtig, weil fertige Nahrung überhaupt nicht die Abwehrstoffe mobilisiert, sondern im Grunde genommen schwächt. Aber was die Babynahrung, die Industrie macht, sie hinterlässt den Müttern, die selber ihren Schoppen herstellen, das Gefühl, dass sie geizig sind und ihren Kindern nicht das Beste gönnen. Aber das Beste ist nicht die Industrie, das Beste ist, was ich gebe. Und von daher aus habe ich dieser Familie empfohlen, sie mussten in dem Schoppen aus Mandelmus und Vollkornmehl Brennnesselspitzen kamen unter den Schoppen. Und ich weiß nicht, nach 6 Wochen, wo ich das Kind gesehen habe, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wenn man den Schoppen zubereitet, tut man das Getreide aufkochen, ausquellen lassen, mit ganz wenig Mandelmus zubereiten. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, solange die Kinder das Süße nicht entdecken, gibt ihnen nichts Süßes. Ein Kind weiß nicht, was süß und salzig ist. Ihr tut dem Kind nichts Gutes, wenn ihr ihm was Süßes gibt, sondern gibt ihm ein gutes Immunsystem mit ins Leben. Dann haben wir bei der Schwangerschaft zur Anwendung der Übelkeit und bei der Geburt Himbeerblätter, Himbeerblätter, Himbeerblätter. Jetzt da. Gut. Himbeerblätter. Jetzt. Dann haben wir Schafgarbe, ist ein wunderbarer Tee. Er erzeugt Schweiß. Dann haben wir die Möglichkeit, verschiedene Umschläge zu machen aus Kräutern. Ich denke zum Beispiel Brennnesselumschläge. Sie sind entzündungshemmend, bei Arthritis zum Beispiel. Man nimmt eine halbe Tasse Brennnessel mit 3 Esslöffel Leinsamen und entwickelt daraus eine Paste und legt es dann auf. Und im Übrigen möchte ich sagen, dass ich eine Ärztin kennengelernt habe. Sie hat ihren Dienst liquidiert, als die Psychopharmaka aufgekommen sind. Sie hat gesagt, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und von der stammt auch das Rezept von dem Penicillin-Tee. Und sie hat vieles mit Kräutern gemacht und sie hat in ihr, egal was sie zubereitet hat, hätte sie, und wenn es nur ein Halm von Brennnessel war, hätte sie, ob es in die Suppe war oder in die Soße war, weil Brennnesseln reinigen und entgiften. Im Übrigen gebe ich das meine Pflanzen im Garten und das ist also wirklich eine gute Sache. Also was auch ein Wundermittel ist und wo ihr eine ganz große Fundgrube hier drin findet, das ist der Umgang mit Knoblauch. Wir können uns nicht vorstellen, was man alles mit Knoblauch machen kann. Das eine ist, man nimmt ein oder zwei Knoblauchzehen und vermixt es und wendet es an. Man kann Knoblauchsaft machen, man kann das 37 Grad erwärmen eine Stunde. Das wird dann hier beschrieben, für welchen Fall was am besten ist. Dann gibt es mit Knoblauch noch ein anderes Wundermittel, und zwar, dass man Knoblauch mit Zitrone vermischt. Und zwar 30 geschälte Knoblauchzehen mit 5 kleinen geschnittenen und gespritzten Naturzitronen.
und es wird gemixt und es wird in Gläser abgefüllt und da nimmt man täglich davon, 3 Wochen lang, und man kann das Ergebnis positiv abwarten, dass das Arterienverkalkung im Körper ablöst. Es wird übrigens im Allgäu, wird es in der Apotheke verkauft, hat sich extra eine Firma drauf spezialisiert, die das herstellt. Dann zum Thema Verstopfung, ist auch ein weit verbreitetes Übel. Verstopfung kann man heilen durch Leinsamen, dass man Leinsamen mit Wasser zu sich nimmt. Aber was ich nie gedacht hätte, nicht im Ansatz, dass Verstopfung etwas zu tun hat mit Fett. Nehmt mal an, ihr würdet ein fettiges Essen, Schnitzel und Pommes frites essen. Mit was waschen wir das Geschirr? Mit Pril und heißem Wasser. Was geben wir unserem Körper mit, dass es das Fett ablöst? Nichts. Das heißt, wenn wir eine fettige Nahrung zu uns nehmen, haben wir einen unverdaulichen Fettfilm. Und wenn ihr, ich ermutige euch, und so macht es auch Daniel Barnhardt in dem Buch Schmerzen lindern durch richtige Ernährung, wenn ihr 3 Wochen das probiert, ihr seid andere Leute. Ihr habt wie eine Katze, die schnurrt. So geht's euch, da? Aber ich geb recht. Pfannkuchen mit Öl gebacken und Frikadellen mit Öl gebacken sind besser. Aber sie sind nicht so bekömmlich. Und viele Menschen, nicht gar nicht so wenige, die haben Sodbrennen nach Pfannkuchen. Und in dem Moment, wenn man sie nicht in Öl backt, sondern im Backofen backt, dann ist alles weg. Fertig. Und wir haben das ausprobiert, mein Mann und ich. Und wir fühlen so wohl, wir sind ganz glücklich dabei. Aber am Anfang hat unser Jüngster gemutzt. Na, Mama, machst du da Pfannkuchen mit Öl? Was auch ein wunderbares Heilmittel ist, das ist Rotklee. Das kennt ihr alle auf jeder Wiese. Und wenn man Brennnessel mit Rotklee vermischt und einen Tee herstellt, ist das ein wunderbares Mittel für Allergien. Dann kann man mit Kräuter, und das ist sehr gut, wenn es mir also, warum auch immer, mal nicht so gut geht, dann mache ich mir ein warmes Bad. Und entweder habe ich Zimtkraut oder ich mache Brennnesseln und mache das ins Badewasser. Wenn ich dann fertig bin mit Baden, nehme ich mir Zeit und mache eine richtig gute Andacht. Ich nehme mir Zeit und gehe an die frische Luft. Und dann nehme ich mir Zeit und mache ein richtiges, rohes, also schönes Mittagessen, ein einfaches. Und das sind die Heilmittel, wo ich am schnellsten einen Countdown habe. Man nimmt 120 bis 240 Gramm Kräuter auf 4 Liter Wasser. Und ich kann nur sagen, es funktioniert. Und ich denke, manchmal will man sparen, warum soll ich in die Badewanne? Aber wenn man die Naturheilmittel einsetzt, dann braucht man Zeit. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir zum Arzt gehen, brauchen wir auch Zeit. Also warum nicht daheim die Zeit einsetzen und die Fehler, sich Zeit zu nehmen, für seine Gesundheit einzusetzen. Ich bin wohl wochenlang zum Arzt gefahren, brauchte ich eine halbe Stunde. Und ich bin im Hinterher zur Überzeugung gekommen, wenn ich die Zeit, die ich gebraucht habe, also ich bin nie unter 3 Stunden wieder daheim gewesen, so in die Richtung, wenn ich da eine Stunde Andacht gemacht hätte, eine Stunde spazieren gelaufen hätte und hätte noch eine Wasseranwendung oder hätte mir mehr Zeit für die Kinder genommen, dass ich gesünder gewesen wäre wie durch die Medikamente und hätte das Geld noch gehabt. Aber ich möchte euch trotzdem Mut machen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst euch mindestens eine Diagnose geben, dass man weiß, was es ist. Bloß heutzutage muss eine Diagnose nicht unbedingt die Diagnose sein, die es trifft. Ja? Also
Ich habe jetzt die Woche vom Arzt von meinem Bein gesagt bekommen, ich habe keinen Pilz. Aber ob ich eine Dattel gegessen habe oder mal eine Mango, eine Süße gegessen habe, ich habe einfach gemerkt, ich reagiere auf süß. Ja? Das heißt, man muss seinen Körper sprechen lassen und muss sich praktisch kombinieren. Hat es einen Zusammenhang mit dem, was ich lebe und mit dem, was mein Körper mit mir redet? Dann, was auch eine weit verbreitete Krankheit ist, ist sie da? Ich habe sie noch nicht gesehen. Eine Schwester, die so mit Bluthochdruck zu tun hat, das ist auch weit verbreitetes Übel. Ich möchte euch Mut machen, Bluthochdruck nicht zu lösen mit Medikamenten, sondern Bluthochdruck sollte man lösen mit Lebensstilveränderungen. Eine der Lebensstilveränderungen war, und da muss ich euch ein dickes Kompliment machen, hier, die Laura, hier sitzt sie. Sie hat ein wunderbares Essen heute Mittag gekocht und es war einfach lecker, nicht zu scharf. Und hier, ich weiß nicht, wie sie heißt, sie hat einen wunderbaren Kartoffelsalat gemacht, der war auch nicht salzig. Also es hat mir richtig gefallen heute Mittag das Essen, dass es nicht zu salzig war. Und das kann man sich angewöhnen oder manchmal auch abgewöhnen. Bluthochdruck liegt auch in der sehr nahen Verwandtschaft mit Diabetes. Wenn man also den Bluthochdruck mit Tabletten würde behandeln, dann kann man die Uhr tickt danach, bis eine andere Erkrankung dazukommt. Und was bei Bluthochdruck auch dazukommt, ist unsere Gemütsverfassung. Wenn wir Menschen sind, die sich über jede Kleinigkeit aufregen, dann neigen wir viel mehr zu Bluthochdruck und vor allen Dingen zu Cholesterinspiegelerhöhung. Warum? Wir arbeiten mit unserem Haushalt innen drin, dass wir zu viel Energie der Körper erzeugen muss. Und was lernt uns? Ich habe die Woche so einen schönen Satz gelesen. Zur damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat, war es wie heute. Die Politik hätte nichts mehr gestimmt. Im Umgang mit Menschen hätte nichts mehr gestimmt. Es hätte viel Korruptheit gegeben. Aber Jesus hätte sich mit diesen Sachen überhaupt nicht beschäftigt, sondern hätte sich nur damit beschäftigt, dass unser Innerstes zur Ruhe kommt und dass wir für uns persönlich einen Neuanfang machen. Und dazu möchte ich ermutigen, dass wir, wenn Bluthochdruck ist, ein Signal, dass wir Stress haben. Das kann psychischer Art sein oder kann auch körperlicher Art sein. Und vor allen Dingen Fett weglassen, tierische Produkte weglassen und kompakte Sachen weglassen. Also zum Beispiel, was man wirklich nicht anrühren sollte, ist Hartkäse und fester Käse, weil das ein Konzentrat darstellt und das bedeutet, dass unser Körper sehr viel arbeiten muss, um das wieder abzubauen. Man kann einen Tee erstellen bei Bluthochdruck und zwar tut man Avocadokerne klein hacken und tut sie aufkochen mit knapp 4 Liter Wasser und lässt es so lange kochen, bis nur noch 1 Liter zurückbleibt. Und davon trinkt man jeden Tag eine halbe Tasse davon. An Kräuter könnte man nehmen Maisgriffel, chinesischer Engelwurz, Weißdorn, Kutruwurzeln. Und bei den Nahrungsmitteln, wie gesagt, salzarm, nur Wasser trinken, Knoblauch und Sellerie. Das wäre bei Bluthochdruck. Dann haben wir die Brandwunden. Bei Brandwunden kann man einsetzen Aloe Vera, bei Brandwunden kann man einsetzen Johanniskraut oder was man auch machen kann, man kann eine rohe Kartoffel verwenden, man schneidet sie auf und legt die über die Wunde drüber. Und was alle wahrscheinlich kennen, dass man einfach das Teil, was ist, ob es jetzt der Hand oder die Finger oder der Fuß ist, einfach in kaltes Wasser setzt, so lange, das ist die schnellste und die beste Möglichkeit, bis diese Schmerzen nicht mehr da sind. Mein Bruder hat mit 2 Jahren eine Verbrennung 3. Grades gehabt, wofür er nichts kann. Und die Ärzte haben ihn eine Woche liegen lassen und haben gesagt, das Kind stirbt.
wenn man damals das gemacht hätte, dass man ihn in kaltes Wasser gesetzt hätte, hätte er nicht schwerbehindert unter Umständen durchs Leben gehen müssen. Er war 6 Wochen bewusstlos. Kurz vorm Tod meines Vaters. Dann Depressionen ist auch eine Krankheit, die im Zunehmen ist. Und es gibt Menschen, die von Natur aus die Depression praktisch schon in sich haben. Und es gibt Menschen, die zu Depression neigen durch Umstände, die sie erleben. Und auch hier wieder sind wir als Gläubige in einer guten Gesellschaft mit unserem Heiland. Das Dümmste, was wir machen können, ist einfach mit uns selber beschäftigen. Das ist wie eine Spirale, die uns einfach nach unten zieht. Und wenn man merkt, dass es, ich habe das in meinem Leben gelernt, wenn ich merke, dass ich von meiner Fröhlichkeit wegkomme, mache ich sofort so in meinem Kopf. Und dann ist es meistens todsicher, dass ich mit irgendetwas Menschlichem, wo ein Mensch etwas gemacht hat, was nicht richtig war, dass ich das sofort dann abgib. Und dann singe ich, die schnellste Art umzustellen, ist einfach ein Lied zu singen. Und die Freude im Herrn ist unsere Stärke und die hilft uns. Aber bei Depressionen gibt es noch eine andere wertvolle Hilfe und das wäre einfach eine Reihe von Hülsenfrüchten. Ich habe euch heute Mittag diese schwarzen Augenbohnen gemacht. Das ist also von Bruder Veit, von Bruder Nettli. Die Bohne, die am meisten Nährwerte hat, die das trifft. Und auch, dass man ab und zu mal einen Tofu isst. Und vor alle Dinge, also das habe ich jetzt gemacht und wenn mir Gott Kraft gibt, dann möchte ich in diesem Prozess bleiben, dass mir Gott ständig Sachen zeigt, die nicht richtig gelaufen sind und ich mich dabei dann zu den Menschen hingehe, mich entschuldige oder aber, dass ich das vor Gott bringe. Wir haben vor 2 Jahren Erlebnis in der Gemeinde gehabt und Gott hat mir das gezeigt. Das war nicht richtig, aber du hast jetzt kein Recht mehr, darüber zu reden und dich mit der Sache zu beschäftigen. Das geht dich nichts an, fertig. Und dann habe ich gesagt, gut, oh Gott, ich möchte das nicht mehr, ich will das abgeben und das ist nicht meine Sache. Und dann werden wir frei. Gott will nicht auf einmal Ordnung machen, sondern Schritt für Schritt. Dann kann man mit dem Teebaumöl, das ist für mich auch hochinteressant, 1 Teelöffel von dem Teebaumöl und 1 Liter Wasser vermischen, gibt es in eine Sprühflasche und kann man als Desinfektionsmittel verwenden. Jedes Mal, wenn man den benutzen würde, muss man diese Sprühflasche gut schütteln, dass es sich gut emulgiert. Dann kann man es für Insektenstiche benutzen, man kann es zum Rachen besprühen, bei Halsweh benutzen, man kann es zur Reinigung von Obst und Gemüse verwenden, von Desinfizieren von Oberfläche, von Dusche, Bakterien und Schimmelpilze. Also da sind keine Grenzen nach oben gesetzt, wie man das einsetzen kann. Im Übrigen, wenn man eine Angina hat, ein sehr wertvolles Heilmittel, ist einfach eine geschälte, nicht aufgeschnittene, sonst verbrennen wir unseren Mund, eine geschälte Knoblauchzehe hier in die Seite stecken. Ja? Und wenn man das über Nacht, man merkt es nicht, man legt es rein, bevor man ins Bett geht. Und morgens, wenn man aufsteht, merkt man, dass die ganzen Bakterien, die man im Mund hat, die dieses Halsweh, diese Angina fördern, die sind, plötzlich fühlt man sich viel wohler. Und wenn man untertags, das ist nicht anders kann, das möchte man nicht, untertags das immer im Mund haben, dann kann man das nur immer wieder mal eine Viertelstunde in den Mund nehmen und das befreit einen dann von diesen krankmachenden Bazillen. Jetzt bin ich überlegen, ob ich was vergessen habe. Ich denke, dass ich jetzt das Wesentliche gesagt habe. Im Übrigen habe ich hier ein kleines, das ist vielleicht doch noch zum Abschluss eine schöne Geschichte. Und zwar, diese Geschichte habe ich gefunden in einem Riddersteich-Buch
und heißt, wie Otto von Bismarck behandelt wurde. So, Otto von Bismarck hatte einen Sohn und der war sehr, sehr krank. Und dieser Sohn ist zu den Ärzten gegangen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann hat er sich einen Mann kommen lassen, und zwar einen Dr. Schwenninger, und das war praktisch der Haus- und Hofarzt beim Reichskanzler Otto von Bismarck, und er hätte ihn mit Naturmitteln geheilt. Er war dick und noch mehr dazu. Und eines Tages wurde der Otto von Bismarck krank, und er hätte sich entschieden, er wird sich auch wieder an diesen Mann wenden. Und Bismarck konnte nicht schlafen, er hat immer Schlaftabletten genommen. Und das war die erste Begegnung, die er mit dem Arzt hatte. Und der Arzt hat gesagt, er wird ihn behandeln, aber nur unter einer Bedingung. Wenn er alles tut, was er sagt. Und wenn er das nicht macht, dann geht er sofort. Und er war gewöhnt, seine Tabletten zu nehmen abends. Und dann hätte dieser Dr. Schwenninger hätte ihn zu Bett gebracht, und der Otto von Bismarck hätte seine Schlaftabletten verlangt. Und was hätte der Arzt gesagt? Er hätte ihm einfach, er hätte ihm einfach die Hände gestreichelt und hätte sich ganz ruhig mit ihm unterhalten. Und plötzlich hätte der Otto von Bismarck geschlafen bis morgens früh tief und fest. Und das ist auch so, wie wir Schlafstörungen oft beseitigen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir einen Psalm lesen, dass wir Dunkelheit haben und dass wir abgeben können. Und dann hätte er ihm auch die Portionen verkleinert, er durfte nicht mehr essen, was er wollte und wie viel er wollte. Und eines Tages hätte er wieder so einen Ausrutscher gehabt, der Otto von Bismarck, dass er es gegessen hat, was er nicht durfte. Und dann hätte der Schwenninger seinen Hut genommen und ist gegangen. Und der Otto von Bismarck musste auf die Knie gehen, dass er blieb. Ja? Also er hätte ja keinen Kompromiss gemacht. Und er, der Otto von Bismarck, hätte diesen, also er hätte nur noch ein halbes Jahr zu leben gehabt, der Otto von Bismarck. Und dieser Arzt hätte ihm das Leben gerettet mit Naturheilbasis und hätte ihn dann im Krankenhaus in Berlin zum obersten Professor gemacht. Was den anderen dann furchtbar gestunken hat, weil sie wussten, dass er nicht mit Medizin, wie es allgemein üblich war, behandelt hat, sondern mit Naturmedizin. Und hätte sehr, also der Otto von Bismarck hätte dafür gesorgt, dass andere hohe Persönlichkeiten, auch vom Adler, vom Ausland, die hohe also Regierungsposition hatte, sind alle zu ihm gekommen und er hat alle geheilt. Also das heißt, Natur heilt wirklich. Und ja. Ich wünsche euch alles Liebe, wenn ihr das eine und andere umsetzt. Und denkt immer dran, unsere Haltung, wie wir mit etwas umgehen, ist so wichtig als das, was wir zu uns nehmen.